einer Welt, in der man nur noch lebt, damit man täglich Roboten nein, ist die größte Aufregung, die es dort gibt, das allabendliche YouTube-Bild. Herzlich willkommen zurück zu King's Quest 6! Ihr sagt es, ja. Und wir müssen jetzt das erste richtig fiese Rätsel lösen. Beziehungsweise Stücker 4, glaube ich, oder 5 sogar, weil es nämlich jetzt an der Zeit ist, auf die Insel des, gehst du? Arschloch! Geh! Ich sagte, geh da. Ich will nicht! Du musst! Ich will da nicht hin. Ja. Dabei haben wir unser Rätselbuch doch gerade abgegeben. Ja, das macht nichts, das wollte ich gar nicht. Ihr werdet es gleich sehen. Ich sage dann auch mehr dazu. Ja, nun mach doch. Ja. Ich will nicht. Doch, du musst. Nein. Doch, wir müssen hier hin. Ja. Ich will mich in meine Einzelteile auflösen und woanders wieder ausgespuckt werden. Sag mal, ich habe meine Musik total leise gedreht. Hier, einen Moment. Ich muss mal gerade gucken. Ja, wieso ist der denn wieder ganz unten? So, jetzt ist er wieder oben. Ja, hier sind wir auf der Insel des Heiligen Berges. Sehr schön das alles. Und ihr sehr große Location, wie es scheint. Ja, du wirst dich noch wundern, mein lieber Finhead. Also du wirst dich wirklich gleich wundern. Dies scheint ein... es scheint... Da scheint etwas in das Antlitz des Clips geritzt zu sein. Das gucke ich mir jetzt mal näher an. Ja, das ist eine Landschaft für Bergsbrot. Ja. Ignoranz tötet, Weisheit, die schwebt. Genau. Ach so, Ignoranz tötet, Weisheit erhebt. Genau. Ja. Und das ist nämlich schon das erste Rätsel, was wir lösen müssen. Das steht auch alles in dem Handbuch. Das habe ich hier, das wird dann auch noch viel schlimmer. Da gibt es nämlich noch so eine Geheimschrift. Und ich habe das Handbuch hier vor mir liegen. Das könnte eine Weile dauern mit dieser doofen Geheimschrift. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Und kann man dieses Spiel schaffen, wenn man A, keine Vorkenntnisse und B, kein Handbuch hat? Nein, dann kannst du es nicht schaffen. Was ein Scheiß, das ist voll die Erpressung. Ihr müsst das Handbuch kaufen? Nein. Ihr müsst das Spiel kaufen, aber inzwischen gibt es es, glaube ich, sogar auch im Internet. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich habe es halt noch im Original und deshalb ist das ganz gut so. Und die Antwort auf dieses Rätsel ist Rise, also auch nach oben. Es hat alles immer mit was nach oben gehen zu tun, aufwärts. Mein C schwebt. I, S und E. Ja! Große Blöcke aus Stein eruptieren aus den Granitklippen. So ist das. Und jetzt seht ihr, da kommen die Steine raus. Und das erinnert ein bisschen an die unendliche Geschichte 2, wo dieser Idiot immer noch eine Stufe wünscht, anstatt Stufen bis oben hin zu wünschen. Ja. Alexander starrt mit Verwunderung. Fragezeichen über dem Kopf. Verwunderung. Das ist eine Art, des einen Gast willkommen zu heißen. Wenn es denn tatsächlich ein Willkommen ist. Ja. Und da müssen wir jetzt hoch und ich echo schon wieder. Oh nein. Oh ja. Das geht gleich vorbei. Das ist nur in deinem Kopf. In your head. Der Tinnitus in meinem Kopf. Ja, ist er okay. Jetzt steigt mal auf die nächste Stufe. Ich sollte hier vielleicht auch mal irgendwas speichern. Save often, save early. Ja, so ist das. Save. Nicht deleten, was immer du tust. Nein, ich hab's gesaved. Sonst hätte er mich gefragt, do you really want to delete? So, kletter weiter und weiter. Schloch. Und weiter. Schloch. Und weiter. Schloch. Und noch ein. Wir sind bei Tomb Raider. Und noch ein. Schloch. Lara hat aber einen süßeren Arsch. Schloch. Okay, das hätten wir schon mal. Ich speichere das wieder ab. Das könnte brutal werden, wenn er dort fällt. Das ist allerdings schon Folge. Das wird auch brutal. Das ist hier Folge 11. So. Das wird tierisch brutal. Passt auf, was mich passiert. Husch! Auf Wiedersehen! Ja, genau. Ticket, please. Ach nee. Ja, genau. Und das soll uns nicht nochmal passieren, finde ich. Hey, das Skelett im Hintergrund, also der große Schädel ist ein Potzkopf. Dem werden wir später noch live begegnen. Live? Ja, da kommt dann richtig live, lebendig.
Da kommt nämlich dann meine Lieblingsszene in dem Spiel. Und das schauen wir uns auch noch an. Alexander guckt sich die seltsamen Eingravierungen im Antlitz des Cliffes an. Glubsch. Ja, und das ist nun a master of languages, Will. Ja, und da musst du auch mal drauf kommen, da musst du echt das Handbuch total lesen. Will soar, also der Meister der Sprachen, wird auch aufsteigen. Und die Antwort ist S-O-R. Jetzt muss ich nur hier in diesem Gekruspel das S-O-R finden. Also wenn hier ein bisschen Papier schaltet, dann bin ich das. Das S ist noch, warte mal, wie sieht das aus? Das ist es nicht, ich weiß nicht, was S ist. Sekunde, aber ich finde es, das ist es nicht. Ist das so eine Art Kopierschutz? Ja, oder? Das ist Kopierschutz, ganz genau. Das ist das hier, das ist S. So, dann brauche ich das O. Das O, das O. Das O ist so ein Gesichtchen, das habe ich eben gesehen, das ist nicht das, das ist das hier. Dann brauchen wir das A, das ist auch Harmonie. Also diese Symbole, die repräsentieren dann auch immer was. Oh mein Gott. Ja, das wird dann am Ende noch toll. Das A, warte mal, das A ist, Das sind quasi Runen. Ja, so eine Art Runen, das ist es nicht. Wo ist denn dieses scheiß A jetzt? Oh mein ich hab's gegessen. Oh Alice, das kannst du mir nicht antun. Das ist so ein Quadrat mit so einem, das hier. A, und dann brauchen wir noch das R. Das ist mit so einem Knöpfchen unten, das hier. Ja! Ja! Der Stein unter Alexanders Füßen erzittert, als weitere Stufen aus dem Granitcliff herauskommen. Komm, genau. Aber du könntest ja jetzt auch denken, das ist auch wieder Rise, ne? Hat 4 Buchstaben und ist nur ein Synonym. Also es ist wirklich, wenn du das nicht weißt, also du musst wirklich das Handbuch, bevor du dieses Spiel das erste Mal spielst und es nicht kennst, echt dieses scheiß Handbuch lesen. Gibt es das Handbuch denn wenigstens beim Spiel dabei oder ja, war das extra? Nein, das gab es immer dabei. Also du hast das Spiel gekauft und dann war das Handbuch natürlich dabei. Wie bei allen. Aber da gibt es auch keine Hinweise und nix, oder? Sonst keine, nee. Nee. Außer halt die in dem Handbuch stehen. So. So. Den nicht verpassen. Hopps mal rauf. Nee, hüpfen lieber nicht. Nee, bloß nicht. Ich kann auch nicht Jump machen irgendwie, glaube ich. Ich möchte es auch nicht riskieren. Okay. Lara Croft könnte das. Lara Croft könnte das mit Sicherheit. Aber das. Lara Croft ist ein viel besserer Mann als Alexander. Das ist wohl wahr. Und in der DOS-Version dieses Spiels, da ist er da ständig rumgeleiert. Und dann, ey, wait a minute. Ah, das war so furchtbar. So. Und wieder. Guckt er sich Alexander an. Untersucht die Bla. Genau. Und da weiß ich, da muss ich jetzt nachgucken, das hatte ich mir nämlich alle mal aufgeschrieben. Ja, da gibt's in dem Handbuch ein Rätsel. Ich glaube irgendwas mit Brüdern und Vätern und so. Und die Antwort ist auf jeden Fall 4, 1 und 2. Das hatte ich mir der Einfachheit halt mal alles aufgeschrieben, der Einfachheit halber. Und noch einmal klippen. Und wenn ihr denkt, wir sind jetzt fertig, ne, dann habt ihr euch aber getauscht. Oh. Wir haben uns getäuscht. Entschuldigung, getäuscht natürlich. Was habe ich gesagt? Ihr seid vergeben. Geh hin in Frieden, mein Kind. Wir haben uns getauscht. Oh mein Gott, ich bin in deinem Körper. Ha! Body switch. Flap, 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 flap. Okay. Moni, wo bist du? Ich schlag dich in Domino. Hoffentlich habe ich das. Ja, es ist richtig. Okay. Also die DOS-Version ist wesentlich besser. Zumindest an dieser Stelle hier. Wenn man da auch nur einen Stein übersieht, fällt man, dann oder? Bist du am Arsch, ja. Scheiße. Und deshalb save early, save often, ne? Ei, apropos, wir könnten mal wieder... Ich hab jetzt gerade... Ah, okay. Auch, du kriegst auch nichts mehr mit, wenn du da gerade dabei warst, an meinem Körper rumzufriemeln. So, so, was treibt ihr da? Wir haben Spieler getauscht, den Körper. Ach so, ja, okay. So, hier kommt das nächste Rätsel. Und nochmal, und er guckt. So, the save four. Auch das... Aber die heilige Stunde? Nee, four. Die, four. So. Die heiligen vier. Kaspar, Melch und Balthasar. Das sind nur drei. Nein, das sind nur drei. Hier sind... Nee, auch. Ja, egal. Wie war das mit dem Trio? ja. Muss mal gucken. Ich weiß sie jetzt nicht mehr, aber auf jeden Fall fangen die an. D-O-Q-G brauche ich dafür. Leute, guckt einfach ins Handbuch oder ich schreibe es da nochmal irgendwie in eine letzte Folge rein oder so. Keine Ahnung, wie ich das mache. Ist mir jetzt auch wurscht. Ich muss erstmal diesen Scheiß hier suchen. Sekunde, Blätterwühl. Wo ist das D? Das ist was mit Wasser oben. Das ist D. Man könnte einen Screenshot machen und dann die Buchstaben daneben malen. Ja, aber ich habe es jetzt hier als Zettel liegen. Das O, das hatten wir schon mal. Das war, glaube ich, das hier. O, ja. Und dann habe ich gesagt, was? Q? Oh Gott, Q. Q sieht so, das ist Q. Und dann brauchen wir noch das G. Und er hat Demonstrant. G ist so ein... Na? Wo ist er? Wo ist mein G? Wo ist mein G? Gustav. Eigentlich morgens bin ich aufgewacht, noch lange bevor der Wecker geklappt hat.
Ja, und wir haben es nochmal geschafft. Ja. Und wenn ihr glaubt, das ist es jetzt gewesen. Haben wir recht. Nein. Schade. Aha. Ich finde, diese Felsformation sieht ein bisschen aus wie ein Darm. Du bist eklig heute. Ist doch so. Oder wie ein Gehirn. Ja, das schon eher. Ja, Gehirn. Gehirn passt besser. Ja. Oder wie Walnüsse, sehr, sehr nah. Ja, also eine Walnuss. Oder wie eine Gallenblasenoperation. Woher weißt du, wie eine Gallenblase? Nein, das will ich gar nicht wissen. Weil ich eine hatte. Ah, touché. Ja. Ist aber schon lange her. Okay. Ja. Tut auch nicht mehr weh. So. Das ist gut. Ja. Oh. Er hat gar nicht gebohrt. Nee, nur geschnippelt. Jetzt wäre ich fast runtergeflogen. Alles nochmal von vorne anfangen können. Nein. Nein. So, und da kommt Rätsel Nummer 5 und dann haben wir es aber auch geschafft. Yippie-ki-yay. Ja. So, und hier steht All Silent Cry, the Noble Whatever. Ja. Auf die Stille beweint die noblen Felsen. So ist das. Und die Antwort ist Ascend, also auch wieder aufsteigen. A-S-C-E-N-D. Juhu! So, das haben wir. Wie schön. Aber wie kommen wir da jetzt dann nachher wieder runter? Das geht dann ganz einfach. Da geht er einfach nur da runter und dann, das brauchen wir nie wieder so hoch und runter zu steigen. Also das ist nur... Toll. Gleich nochmal, einmal runter und einmal rauf. So, das speichern wir aber auch erstmal ab. Und wenn du den hier übersiehst, dann hast du auch die Arschkarte. Ja, oder? Ja, total. Weil könnte ja sein, dass das keiner ist. Das da oben sieht aus wie eine Brust. Mhm. Ah ja? Oh nein! Nein. Den hier? Da ist noch einer rechts. Oh ja, ah, siehst du? Ah, oh, jetzt wäre ich hier fast runtergekippt. Haha! Das über diesem Stein sieht aus wie eine Brust. Das sieht aus hier wie ein Alien. Aha. Ja. Guck mal, da steht jemand. Ich bin der Schlüsselmeister. Alexander findet sich selbst. Endlich. Ja. Auf dem, oben auf dem Clip wieder. Erschöpft schreitet er über die Lippe, über die über den Rand des Plateaus und steht. Genau. Er steigt über die Lippe. Ja. Ey, warum machst du dir denn solche Mühe, hier über die Klippen zu klettern, junger Mann? Die geflügelten Wesen, die auf dieser Insel leben, haben die Kraft zu fliegen. Guck mal! Du kannst diese Kraft auch haben, wenn du nur eine von diesen Beeren essen würdest. Was sind das? Magical Flying Nightshade Bush? Naja, was auch immer. Also ein Nachtschattengewächsbusch ist das. Damit fliegst du magisch, manisch und magisch. Schau mal. Gucke, was ich kann. Ja, und wenn wir dann unten aufschlagen, sagt er sich, boah, Engel, ja, klar. Siehst du, die süßen Beeren, die machen, dass du fliegst und dass du float, da, sag mal schnell. Wie ein Blatt im Wind. Wie ein Blütenblatt im Wind schwebst, das war das Wort. Oh. Ja, versuch doch mal. Nö. Like the candle in the wind. Lass mich raten, eine Möglichkeit zu sterben? Ja, natürlich. Okay, da, also dann ist gut. Dann latsch doch einfach weiter auf der Erde rum. Wie ein Haufen Blei, wie ein Klumpen Blei. Als ob mich das überhaupt krass würde. Du, Vollang, du, wusch. Dummer kleiner wie Mensch. Wie seltsam. Die alte Frau ist einfach verschwunden in einer Rauchwolke. Möglicherweise... Das stinkt. Ja. Möglicherweise sind diese Beeren noch mächtiger, als sie Alexander hat glauben machen wollen. Ja, er muss... Ach so, warum... nein. Ach doch, ich musste nach unten, sonst verschwindet die nicht. So. Aber wir gehen auch gleich wieder hoch. So, geh hoch. Das ist jetzt nicht mehr so schlimm. Da brauchst du, glaube ich, nur noch einmal hier das zu machen. Und dann bist du wieder oben. Ja... Ihr Lieben, wollt ihr denn die Beeren ausprobieren? Ja. Dann machen wir das noch in dieser Folge.
Ja, wir wollen sterben. Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja noch nicht so viele Tode gezeigt. Sterben, 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 alle. Sterben. Ja, er wird jetzt eine Beere versuchen. Ein bitterer Geschmack füllt seinen Mund. Sein Magen walkt sich in Schmerz. Du musst kotzen. Als das Gift seinen Effekt ausübt, bleibt Alexander sich fragend zurück, ob dies die Art von Fliegen ist, die alte Frau meinte. Und mit diesem schönen Ton verabschieden wir uns aus dieser Folge, ihr Lieben. Bis mit einem kostenden Toten, Alexander. Bis dann, bleibt dran.